Veranlagungen vorhanden sind und auch der Gesundheitscheck in Ordnung ist. Und dann kommt der Hund eben mit dem Führer zur Ausbildung. Und diese Ausbildung, wie gesagt, zieht sich auch eineinhalb Jahre. Und dann ist der Hund einsatzbereit, muss aber alljährlich einen Fortbildungslehrgang mit 10 Tagen absolvieren. So, bitte. Hier zeige ich Ihnen die Situation, wie es am Flughafen normal bei den Gepäckspendern ist. Die Reisenden kommen mit den Taschen und der Hund sucht zwischen den Reisenden die Gepäckstücke ab. Das interessiert ihn und Sie sehen, der verweist total gut. Er geht nicht mehr weg und zum Schluss geht auch die liegende Situation. Der Position. Und das ist das sichere Zeichen jetzt, dass da was drinnen ist. Zur Kontrolle wird jetzt der Koffer geöffnet. Und Sie können verstehen, bei lebenden Tieren wissen wir ja nicht immer schon im Vorhinein, um was es sich handelt. Und wenn wir merken, dass jetzt ein lebendes Tier im Koffer sich befindet, dann machen wir den Koffer wieder zu, dass nichts passieren kann und holen sofort fachliche Unterstützung, in diesem Fall im Raum Wien immer vom Tiergarten. Ja, will ich sagen. Ich habe keinen Stress, aber was machen wir? Der Hund hat zielsicher das Gepäckstück ausgesucht und ist fündig geworden. Ich glaube, das ist ein Applaus wert.